Hallo, hallo, hallo. Ich bin immer noch in Frankreich. Es ist kurz nach 7. Und warum es erst kurz nach 7 ist, erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Ja, kurz nach 7 ist deswegen, weil ich ja im Urlaub bin. Logisch. Und im Urlaub macht man die Ausflüge und so einen Käse. Und damit ich bin ja hier mit Family, ist ja klar. Und damit ich jetzt nochmal die Ausflüge machen kann, nachher gegen 9, muss ich ja mal vorlaufen. Heute Nachmittag kann ich nicht, keine Zeit. Wenn ich heute irgendwann zu einer normalen Uhrzeit Sport machen will, muss ich früher aufstehen. Ich hätte gestern Abend die Bier weglassen sollen. Kacke. Naja, ich laufe jetzt mal ein Pensum hier. Mal gucken, wie weit. Wieder durch die Weinberge. Eine andere Route diesmal. Aber trotzdem Weinberge. Hat mir gestern gefallen. Gute Atmosphäre hier. Jetzt morgens bei der Sonne. Echt cool. Mach mal. Bis gleich. Jetzt habe ich schon gleich den ersten Arschloch-Weinberg vor mir. Es geht eine ganze Strecke hoch. Eine ganze Strecke. Boah. Morgens um kurz nach 7 braucht man eigentlich was anderes. Aber das ziehe ich jetzt durch. Muss jetzt sein. Wenigstens ist es hier zwischen den Weinreben, ganz nett. Aussicht ist ganz schön da hinten. Ich mach mal weiter. Immer weiter zwischen den Weinreben. Ich bin jetzt gut eine halbe Stunde unterwegs. Hals bergauf. Aber das liegt mir ja. Ich bin ja so eine Bergziege. Zwar nicht schnell, aber ich kraxel hoch. Auf jeden Fall. Hoch komme ich immer. Runter habe ich in letzter Zeit ein bisschen Probleme, weil mein Knie nicht so mitmacht. Da muss ich aufpassen, weil jeder Schritt nach unten, das ganze Gewicht drauf, tut dann irgendwann weh. Deswegen hoch geht. Ich laufe jetzt noch mal ein bisschen hoch. Da ist noch ein bisschen Berg vor mir und dann melde ich mich gleich. Das ist ja mittlerweile ein ganz cooler Wald, in den ich ja hier laufe. Aber ich laufe jetzt seit wirklich 45 Minuten nur bergauf. Scheiße. Und das nimmt kein Ende. Ich weiß nicht, wie weit das noch hier geht. War noch nie hier. Ich sehe mittlerweile auch keine Weinreben mehr. Bis hier hoch kommen die nicht. Aber ich bleib jetzt dran. Ich will jetzt wissen, was da oben ist. Mal gucken. Am höchsten Punkt. Mal schauen, ob ich den finde. Da halte ich euch auf dem Laufenden. Verdammt nochmal. Ich bin jetzt 55 Minuten unterwegs. Immer bergauf. Rückwärts wird richtig gut. Aber jetzt gerade eben türmt sich von mir ein neuer Berg auf. Ich dachte, ich bin so langsam mal oben. Hier, guck mal. Da hinten sieht man das. Da vorne, wo ist das hier? Da. Das. Immer noch Berg. Bis ich da hoch bin, ist der Tag rum. Also ich glaube, ganz oben werde ich nie ankommen. So ist mein Gefühl gerade. Aber ich mache noch ein bisschen. Ich kann noch. Ist gut. Ich kann noch. Ist ein gutes Gefühl, wenn man noch kann. Ich kacke hier nicht ab, ist geil. Einigermaßen fit bin ich ja scheinbar. Hey. Jetzt weiß ich auch, wo ich ungefähr bin. Da sagt mir gar nichts. Aber hinten geht es wieder weiter bergauf. Ich bin jetzt schon eine Stunde, fünf Minuten unterwegs. Es geht nur bergauf. Und ich finde es gerade voll gut, weil ich so weit komme. Zurück geht schon. Zurück bin ich wahrscheinlich bei der Steigung
in einer halben Stunde, 45 Minuten maximal. Aber jetzt mache ich erstmal wieder bergauf. Immer bergauf. Gutes Training heute hier. Richtig gutes Training. Ja, schlaf mal weiter. Jetzt habe ich so langsam die Faxen dicke. Ich bin jetzt 75 Minuten nach oben gelaufen. Und es hört einfach nicht auf. Es geht also, ich bin hier im Himalaya oder was? Es ist doch hier nur Frankreich. Und die Alpen sind echt weit weg. Ich drehe jetzt hier und laufe zurück. 75 Minuten bergauf bedeutet wahrscheinlich 40 Minuten zurück. Mal schauen. Ich kann ja nicht so schnell zurücklaufen, damit ich das Knie schone. Deswegen bin ich mal gespannt, was der Rückweg ausmacht. Also, ich melde mich gleich. 30 Minuten laufe ich schon bergab. Boah, langsam schlaucht's. Und was mir gar nicht in den Sinn kam, was ich total vergessen habe, war, ich bin ja hier auf dem Jakobsweg unterwegs. Das habe ich erst gerade eben gerafft, als mir andauernd irgendwelche Pilger entgegenkommen mit ihren Rucksäcken und ihren Spazierstöcken. Ja. Das Sashi auf dem Jakobsweg. Zwar nur eine kurze Strecke für die gesamte, ich glaube, was sind das? 4000 Kilometer, weiß ich nicht so genau. Egal. Aber das Sashi auf dem Jakobsweg. Das ist ja ein Ding. Ich gar nicht gerafft vorhin. Ja. Und andauernd irgendwelche Pilger, die hier hochstapfen. Die haben einen ganz schön langen Weg vor sich. Aber hallo. Und dann alles bergauf. Na, gute Nacht. Ich habe keinen Bock mit Rucksack. Naja, ich laufe jetzt noch mal ein bisschen bergab. Und wenn ich dann gleich angekommen bin, melde ich mich noch mal. Dann machen wir Tabula Rasa hier. Jetzt ist der Fall eingetreten, den ich vermeiden wollte. Ich habe mich verlaufen. Scheiße. Ich weiß absolut nicht, wo ich bin gerade. Die Schilder sagen mir nichts. Fuck. Echt. Ich laufe jetzt mal irgendwo hin, wo vielleicht mal ein Schild ist. Kann man hier runter? Ja. Wo vielleicht mal ein Schild ist. Ich muss nach Bahre. Aber das sehe ich weit und breit gerade gar nicht. Mal gucken. Ich werde schon irgendwie finden. Verdammt nochmal. Das wollte ich nicht. Ich melde mich gleich. Ich weiß wieder, wo ich bin. Ah, irgendwo da hinten sehe ich den Kirchturm von Bahre. Hoffentlich ist das der richtige Kirchturm. Nicht, dass ich jetzt in eine falsche Stadt reinlaufe. Aber ich bin jetzt schon 130 Minuten unterwegs, ey. Fuck. Ja. Aber die Knie halten, ist alles gut. Aber es ist ganz schön lang jetzt gerade. So schnell mache ich das nicht mehr. Puh. Jetzt nur noch zurück und unter die Dusche, das wäre geil. Ich melde mich, wenn ich gleich da bin. Ich bin angekommen, gleich in meiner Unterkunft. Ich kann jetzt die letzten 10 Meter gehen. 140 Minuten länger als geplant. Und jetzt zeige ich auch mal, wie die Tür aufgeht. Achtung. Ziehen und auf geht's. Ganz einfach. Also, bis zum nächsten Sportvlog. Ich sag, wie immer an dieser Stelle, runter vom Sofa, Sport machen. Cheerio, Miss Sophie.